Nita Dehm beschäftigt sich jetzt in der zweiten von Nachschlag mit dem Extremismus der Mitte. Nun ja, schauen wir mal, was Nita zu diesem Thema zu sagen hat. Gesetz gegen den Extremismus der Mitte. Ja, also das ist erst einmal aufgebaut auf meiner Rede, die ich in München am Samstag bei der Friedenskundgebung mit Jürgen Bodenhöfer, übrigens auch Kiles Mohr, der auch da war, gehalten habe. Und es basiert auf dem Satz von Willy Brandt, Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts. Wer das zu seiner Priorität macht, das Verhindern eines Dritten Weltkrieges, der muss schauen, dass es breitere Bündnisse gibt, als sie bisher bestehen. Und dabei will ich nur einen kleinen Seitenstrang anstoßen. Die Werteunion ist jetzt verlassen worden von Markus Krall und anderen Mitgründern, weil sie sagen, wir wollen uns nicht im Kern, wir wollen uns nicht an ein Bündnis mit der CDU binden. Es gab ein paar kritische Kommentare, als Sarah Wagenknecht mal sagte, unter diesen oder jenen Umständen könnte sich mit der SPD vorstellen, zu paktieren. Das ist ja dann für Thüringen auch sehr interessant. Ich glaube, dass diese alten Muster, also irgendwas links macht miteinander Bündnisse, das ist dann rot-grün versifft, und irgendwas rechts macht miteinander Bündnisse, over sind. Wer wirklich den Frieden verteidigen will, der muss zwischen links und rechts neue Bündnisstrukturen auf dem Boden des Grundgesetzes. Wehrfront? Nein. Angehen. Das ist meine fürchterliche These von München gewesen. Und ich habe drei Punkte genannt, wo die Rechten drüber nachdenken sollten. Und drei Punkte genannt, worüber die Linken nachdenken sollen, weil sie hier, glaube ich, fundamentale Irrtümer gemacht haben. Während die Rechte zeigen muss, dass sie aus dem Faschismus gelernt hat, sollte sie drei Dinge anerkennen. Erstens, Blut und Boden transportiert keine Kultur. Es gibt im Blut, du kannst mich korrigieren als Mediziner, keinen Transmitter für Ideen. Man kann Haarfarbe und Hautfarbe und anderes vererben, aber man kann nicht Ideen vererben. Die Nazis haben Horden von Medizinern auf die Spur gehetzt, um rauszukriegen, dass man in der Schädelgröße oder im Blut oder in anderen körperlichen Voraussetzungen Kultur transportiert und da ja ihren üblen Rassismus auch drauf aufgesetzt. Das Zweite ist, Kolonialismus ist in keiner Weise zu relativieren, ob das der moderne Imperialismus ist oder der alte Kolonialismus. Was heißt zu relativieren? Wir brauchen ein neues Welthandelssystem. Es geht ja nicht um eine Aufarbeitung der Vergangenheit. Es geht darum, die Zukunft zu gestalten. Und das aktuelle Handelssystem sorgt ja dafür, dass Länder über Jahrzehnte hinweg arm bleiben. Und dass die Entwicklungsländer, die am ehesten mit westlichen Institutionen zusammenarbeiten, die genau das tun, was ihnen der IWF sagt, oder die das tun, was ihnen die Weltbank sagt, dass diese Entwicklungsländer, dass es denen am schlechtesten geht. Also, ja, man kann das jetzt Neokolonialismus nennen, wenn man da jetzt diesen, oder Imperialismus, wenn man da jetzt diese Begriffe bemühen muss, aber wir brauchen auf jeden Fall ein neues Welthandelssystem, was Entwicklungs- und Schwellenländern ein Aufholen aufs westliche Wohlstandsniveau ermöglicht. Dem die Deutschen dann manchmal von rechten Journalisten als ganz liebe Kolonialherren dargestellt werden, aber bis in die Regierungskreise wird ja dieser Quatsch auch vertreten. Also von Kolonialismus und den Verbrechen des Kolonialismus sollte die Rechte endlich auf Abstand gehen. Und drittens, als Thomas Mann sagte, der Antikommunismus ist die Grundtorheit der Epoche, meinte er nicht den Umgang mit Kommunisten. Er war ja selbst kein Kommunist, sondern er war sogar teilweise sehr kritisch zu den Kommunisten. Sondern er meinte damit, dass dort, wo Menschen sich organisieren, um für Löhne, bessere Lebensverhältnisse, für bessere Renten und für bessere Freiheiten einzutreten, dass dort etwas sehr Heiliges, etwas sehr Kostbares geschieht. Sie organisieren sich auch nicht nur für ihre eigenen Interessen, sondern für die Interessen großer Mehrheiten. Und das ist zivilisationsgeschichtlich ein Riesenfortschritt. Und der Antikommunismus und dessen Knüppel haben immer diese Menschen gemeint, das sind nicht nur beileibe, nicht nur Kommunisten, das waren auch Christen, das waren ganz Andersdenkende. Also vom Antikommunismus Abstand zu nehmen, wäre auch ein historisches Gebot von rechts. Und bei links habe ich auch drei Punkte genannt. Erstens, Heimat ist ein Menschenrecht. Das heißt, dieses ständige, arrogante Gerede von Linken,
Ah, die Leute hängen an ihrer Heimat. Ah, die Leute hängen an ihrer Nation. Ah, die Leute haben irgendeine Beziehung zu Folklore und Volksmusik oder Heimatmusik oder Ähnliches. Ist umerzieherisch, diktatorisch, hat die Linke um ganz viele Potenziale gebracht. Im Übrigen, die Verteidigung des Nationalen steht der Entmachtung von Amazon überhaupt nicht im Wege. In anderen Ländern heißt die Enteignung großer Konzerne Nationalisation. Ja, Nationalisierung. Das Wort gibt es tatsächlich auch im Deutschen. Also das ist das Wort, was man in Chile und in anderen... Chile ist ein Beispiel. In vielen Schwellenländern, wollte ich gerade schon sagen, da gab es ja nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem die Kolonien unabhängig auch große linksnationalistische Bewegungen. Das ist dann mehr oder weniger durch vom Westen initiierte Putschversuche, durch Kriege, Wirtschaftskriege, durch Korruption, durch was auch immer, muss man sich immer je nach Fall anschauen. Naja, das ist dann auf jeden Fall überall zugrunde gegangen. Aber das war mal sehr verbreitet, der Linksnationalismus. Anderen Ländern für die Enteignung nehmen. Zweitens, die Vergötzung des Staates von links hat die Linke auch um sehr viele Sympathien gebracht. Zu glauben, dass der Bürokratismus des Staats einfach zu ignorieren ist, das Ersticken von Eigeninitiative, von Eigenverantwortung, von unternehmerischen Initiativen, privatunternehmerischen, das ist, glaube ich, eine große Malesse auch von Linken gewesen. Und drittens, man kann nicht alles sofort wissenschaftlich aufklären. Es gibt eine linke Wissenschaftsgläubigkeit, die hanebüchend ist, da ersetzt man sich dann selbst oder man macht sich selbst zu gottesähnlich. Also man kann das Klima verbessern, man kann das Klima verschlechtern. Also all diese ganzen Dinge sind da, glaube ich, völlig falsch. Und man muss diese Unbarmherzigkeit der Aufklärung überwinden. Manchmal kommt man eben mit dem Verstand nicht so schnell hinter eine Erkenntnis. Und die Wissenschaftsgeschichte hat noch einiges vor sich, an offenen Fragen zu lösen. Das ist sind meine Kernformulierungen. Drei Forderungen nach links, drei Forderungen nach rechts, damit es zwischen links und rechts auf dem Boden des Grundgesetzes ein Lernen A aus dem Faschismus rechts und B aus dem linken Staatsterrorismus, den es auch gegeben hat, zu verzeichnen ist, damit ein solcher Lernprozess zu verzeichnen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass auf beiden Seiten Bereitschaft ist, demokratisch aufeinander zuzugehen. Dieter, ich möchte gleich darauf zurückkommen, was du da sagtest. Aus meiner Sicht viele hervorragende Punkte. Kevan meldet sich zu Wort und dem Netz entnehme ich parallel. Die Verhandlungen sind geschlossen, aber heute gibt es wohl keine Entscheidung mehr in der Sache. Kevan, du weißt mehr? Ja, das ist jetzt der Fall. Das hatte ich vorhin schon gesagt. Kevan möchte uns jetzt ein Update geben. Wie gesagt, Assange, das ist immer noch offen, was genau mit dem passiert. Da gucken wir uns danach noch das Video von Martin Sonneborn zu an. Europa ausgeliefert, sagt sie, zur Auslieferung Assange. Und aus meiner Sicht wird wenn sie denn so welche sind, die Flügel der Demokratie, nun jede Demokratie einfach haben muss, die sich automatisch ergibt aus verschiedenen Weltanschauungen, dass die noch gelingen kann über das Debakel, was die momentane Parteienlandschaft ist. Und ich schließe da ganz eindeutig die aus meiner Sicht nun kläglich gescheiterte Werteunion, dazu komme ich in meinem Thema, mit der ebenso gescheiterten BSW-Aktion von Sarah Wagenknecht ein. Kann es die... Also das wollen wir ja noch sehen. Ihnen noch gelingen, eine solche Zusammenarbeit, wie du sie gerade beschrieben hast, irgendwie hinzubekommen? Also ich halte die BSW Sarah Wagenknecht nicht für gescheitert, Ihnen was nicht. Danke. Für so gescheitert wie die Werteunion, aber das kannst du ja gleich dann richtigstellen aus deiner Sicht. Ich glaube, sagen wir mal so, ich bin nach München gefahren mit einem festen Redekonzept und bekam unterwegs eine Mail von einem sehr klugen Menschen, der aus der Oberpfalz schrieb, ich stehe hier am Bahnhof, ein paar Leute sind nicht gefahren, weil zu viel Linke in München sind und ein paar Leute sind nicht gefahren, weil zu viel Rechte in München seien. Und dann habe ich mir überlegt, ich schmeiße mein Redekonzept weg und schreibe im Zug ein völlig neues. Und das war das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik. Aber es ist so, dass damals der Faschismus ja aufgebaut hat, auf einer Finanzierung von Krupp Thyssen der Deutschen Bank, die damals deutsche kolonial- und imperialistische Interessen mit dem Faschismus durchsetzen wollten. Das ist heute mit der Rechten weitgehend nicht der Fall.
Die Linke hat aufgebaut auf einem Konzept, wir müssen jetzt die Oktoberrevolution in alle Länder tragen. Das ist, glaube ich, gescheitert. Und in China sehen wir und erleben wir einen ganz anderen Weg als etwa den in der DDR oder so. Das heißt, man kann, denke ich, jetzt weiterdenken. Und wenn man weiterdenkt und dann wirklich auf dem Boden der Demokratie miteinander umgeht, das schließt natürlich echte Hardcore-Faschisten aus und das schließt auch manche linke Terroristen aus, die es eben auch gelegentlich gegeben hat. Aber das ist eine neue Basis. Und wenn wir die nicht hinbekommen, kriegen wir im Sommer auch keine große Friedensdemo hin. Ich meine, das müssen wir auch sehen. Die ganze Befreiungsaktion Julian Assange ist eine, die sowohl bei Rechten als auch bei Linken verfangen hat. Deswegen könnte sie auch erfolgreich werden. Andere, wie der Kampf um den Gaza oder den Kampf gegen die Aufrüstung in der Ukraine, schwächeln hier. Das sind weniger auf der Straße, als es vor einem Jahr noch war. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und diese Punkte aufgeschrieben. Wir brauchen hier dringend eine radikale Änderung des Denkens und ein Aufeinanderzugehen von solchen, die bislang verfeindet waren. Ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Ich stimme dir ja völlig zu, dass es das braucht. Ich sehe allerdings nicht wirklich, dass das passiert. Und das fängt eben das sieht man aus meiner Sicht exemplarisch ja in diesen beiden Punkten. Aber passt in meine Schlagzeile, die da lautet, der AfD. Zu der kommen wir gleich. Das war jetzt Dieter Dems Beitrag. Und ja, es sollte um den Extremismus der Mitte gehen, aber er hat ja über seine Forderungen links und rechts geredet. Und ja, die Forderungen, die erfülle ich alle. Also habe ich da jetzt kein großes Problem mit. Aber ja, wäre spannend gewesen, was da jetzt Leute... Also ja, kann ich jetzt gar nicht mal viel zu sagen. Also ich vergötze ja weder den Staat, noch mache ich irgendwas anderes, was hier beschrieben wurde.